Hamburg. Mein 5. Album wird Hamburg heißen. Ich bin 2018 hierher gezogen und bin sehr, sehr froh, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Umziehen bedeutet ja weggehen und ankommen und auch ein Stück weit sich neu auszurichten, neue Erinnerungen zu schaffen und neue Eindrücke zu bekommen. Das alles hat mich hier sehr zum Musikschreiben inspiriert. Und was gibt es Schöneres, als wenn ein Ort das in einem auslöst? Neben der Inspiration bin ich sehr froh, einige der besten Musiker, die ich kenne, mit auf diesem Album zu haben und meine Musik lebendig werden zu lassen. Till Sahm an Klavier und Keyboard, Lars Köln an der Gitarre, Thomas Stieger am Bass und Felix Lehrmann am Schlagzeug. Das Album wurde in den Bonello Studios Berlin mit Tobias Ober aufgenommen. Gemischt und produziert hat es Lars Köln in den Syrinx Studios Hamburg. Und ich freue mich sehr, dass es jetzt bei Leopard Records erscheint, dem Label von Joachim Becker. Außer der Stadt und allem, was bei mir passiert, gibt es aber auch sehr viel in unserer Gesellschaft, das mich eher nachdenklich macht und das mich auch dazu bringt, das musikalisch ausdrücken zu wollen und so ein Stück weit unsere Zeit wiederzuspiegeln. All das ist aber für mich in den letzten 2 Jahren hier passiert und deswegen wird und muss dieses Album Hamburg heißen. What kind of love song? What kind of love? What kind of